Moinsen und willkommen zurück bei Spellforce 3. Mittlerweile schon bei der 38. Folge und ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht 15% erst vom ganzen Spiel geschafft. Ich sag ja, unter 100 Folgen wird hier nichts, sollte ich erst durchspielen. Gut, wir werden jetzt, wir haben in der letzten Folge bei zwei Fraktionen nachgefragt, die haben uns gar nicht erst reingelassen, die haben uns reingelassen, aber konnten uns nicht helfen. Haben uns auch den Tipp gegeben, dass die da unten das Licht, also nee, die Reinheit, Entschuldigung, die Reinheit wohl mit Medikamente um sich wirft. Wir werden jetzt aber erstmal die hier abchecken und natürlich looten, was das Zeug hält. Ihr wollt uns allen Ernstes sagen, dass wir uns den weiten Weg für nichts und wieder nichts gemacht haben? Ich sage euch, euer Sohn kann passieren, sofern er sich fürs Militär meldet. Ihr müsst warten. Warten? Ja, genau, warten. Solange bis diese verfluchten Blutbrandbanditen, die Loyalisten oder die Blauröcke uns erwischen, was? Der Nächste. Abschaum. Das ist es, was ihr seid. Der Nächste. Na, können wir mit ihm reden hier? Nö. Interessant. Was ist hier los? Keine Bewegung. Niemand überquert die Grenze ohne schriftliche Genehmigung. Das heißt, es sei denn, ihr plant, in die utranische Armee einzutreten. In dem Fall stellt euch hinter den anderen Rekruten an. Wir sind keine Flüchtlinge. Warum lasst ihr keinen durch? Wir sind keine Flüchtlinge. Wir sind nur auf der Durchreise. Natürlich, das sind sie alle. Haltet ihr mich für blöd? Keiner überquert die Grenze. Wisst ihr, wo wir uns Proviant besorgen können? Oder Arznei? Ja, von den Spinnern. Den Spinnern? Von der Reinheit, ihr wisst schon. Aonir wird wiederkehren. Wir müssen uns von unseren Sünden reinigen und so weiter und so fort. Sie verteilen Brot und Arznei an die Flüchtlinge. Vielleicht habt ihr also Glück. Warum habt ihr die Grenze dicht gemacht? Diese Leute brauchen Hilfe. Und ich brauche nur einen verdammten Augenblick Ruhe vor Leuten, die mir erzählen, was für ein schlechter Mensch ich bin. Nur weil ich meine Befehle befolge und sie nicht durchlasse. Wenn ihr ein Problem mit dem Gesetz habt, ersucht um eine Audienz mit der Herrin des Hauses Udran. Vielleicht kann sie euch ja ihre Beweggründe erklären. Mhm. In dem Fall, auf bald. Wir laufen weiter. So, ja gut. Trampeln wir mal weiter. Also auch er sagt, geht zu den... Sicher. Ja, Spinnern, sagt er. Ich will aber noch die... Verbrennen wir sie. Der Fall ist dafür da, dass er, dass die unmächtig gekloppt werden. Das ist interessant. So. Weiter rein hier. In Ordnung. Hier scheint es ja nicht viel zu geben, weil wir uns angucken können. Verdammte Rüstung! Da hinten war noch was. Na, wer wartet da auf uns? Gar keiner? Okay. Menschenquetscher. Kompositarmbrüste. Auch interessant. Wenn es unsere Armee später stärker macht, immer her damit. Alles klar. Zarach führt mich. Nein, ich führe dich. Hatten wir schon mal ein Thema. Was ist hier los? All diese komischen Nessel haben wir auch noch nie gefunden, wa? Ach, jetzt über den ganzen Weg umsonst zu laufen. Gibt es hier noch vielleicht in der Mitte irgendwas zu entdecken? Auf der Kreuzung?
Vielleicht noch eine Gruppe, die aufs Maul möchte. Ich hatte auch schon überlegt, in welche Länge ich die Folgen mache. Mit 20 Minuten, nee, das ist für dieses Spiel viel zu kurz. Da hätten wir jetzt schon ein Drittel mehr an Folgen. Also wären wir schon locker bei 40 und eine Stunde ist wiederum so, nee. Ich sehe mal so, ich habe dann genug Material, bis fast Dezember bin ich jetzt schon. Und da muss ich mir da keinen Kopf machen. Ihr seid versorgt mit Videos, insofern ihr euch dafür interessiert hier. Entscheiden. Weiß man ja nicht. Verstanden. Also die ersten Folgen wurden gut geklickt. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie diese Folgen hier geklickt werden, weil... diese Spinnen, ey. Bis dahin gesagt, ihr seht das jetzt hier irgendwann, ich glaube so im Dezember schon. Müsste jetzt eigentlich sein. Wir haben aktuell jetzt den 4.10. diesen Jahres. Und naja. Bis dahin wir hier sehen, wie sich das hier entwickelt und ob ihr sowas mögt. Aber wie gesagt, ich spiele ja auch das halt, was ich gerne spiele. Ne? Sonst macht es ja keinen Sinn, wenn ich nur noch spiele, was andere wollen. Auch wenn Spiele sind, wo ich gar keinen Bock drauf habe, dann würde man das merken und das würde sich dann in den Let's Plays auch, wie gesagt, bemerkbar machen. Das ist ja auch nicht so der Zweck. Ist das auch eine Spinne? Oh, Herr Zwerg. Mal Lebensenergie. Wir müssen auch mal hier aufrüsten, gucken, was wir wen für Attribute geben. Aber aktuell ja, warte ich lieber, bis ich gewisse Rüstungsgegenstände und Waffen bekomme. Dass ich dann daraufhin die Person skillen kann. Es macht ja wenig Sinn, wenn ich jetzt alles raushaue. Und dann merke ich so, ach Kacke, da hat eins gefehlt. Oh, guck mal, der möchte reden hier. Hm? Wer seid ihr? Ein Reisender. Woran arbeitet ihr da? Das? Oh, das, ich weiß es nicht. Irgendwas, das mir hilft, mich von dem ganzen Mist hier abzulenken, schätze ich. Ich spreche von der Grenze, richtig? Ich nehme an, ihr redet von der Blockade an der Grenze, richtig? Die Utraner, die euch nicht hinüberlassen. Ja. Lassen Sie keinen durch, wer kommt ihr? Warum lassen die Utraner denn niemanden durch? Oh, das tun sie. Nur eben keine Frauen und Alten. Nur wer noch stark genug ist, um ihrer Armee beizutreten, darf passieren. Der Rest bleibt zurück. Also die meisten, wie sich anhand dieses Lagers unschwer erkennen lässt. Das ist grausam. Warum tun sie das? Sie müssen doch erkennen, dass ihr Hilfe braucht. Was glaubt ihr? Weil sie keine Flüchtlinge in ihren wunderschönen Städten haben wollen, wo wir um Essen und Unterkunft betteln würden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich es ihnen gar nicht mal übel nehmen. Vermutlich würde ich dasselbe tun, wenn ich in der Lage wäre. Woher kommt ihr? Und warum seid ihr geflohen? Aus Eichenstolz. Klingt protzig, ich weiß, aber ist nur ein kleines Dorf östlich von hier. Beziehungsweise war. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Aber verzeiht, ich möchte nicht wirklich darüber sprechen. Interessant, vielleicht hat er uns jetzt ja wieder einen neuen Punkt auf der Map freigemacht. Hm. Und ich nehme an, ihr wart ein Zimmermann? Was, wegen des Stuhls? Nein, ich war Architekt. Holzarbeit war immer nur mein Zeitvertreib. Und da es hier keine Häuser zu bauen gibt, muss ich eben mit etwas anderem Vorlieb nehmen, um nicht nur herumzusitzen. Ich kann einen Architekten gebrauchen. Oh. Ich könnte einen Architekten gebrauchen. Ihr? Ihr scherzt, oder? Nein, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe ein Lager in einer alten, Stadt errichtet. Da könnten wir jemanden mit eurem Wissen ganz gut gebrauchen. Was soll ich sagen? Natürlich.
Solange ihr mir ein Dach über dem Kopf und ein wenig Essen bereitstellen könnt, bin ich zufrieden. Zumindest fürs Erste. Aber noch einmal, das ist gerade kein Scherz, oder? Ihr meint es ernst? Nein, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber danach hole ich euch zu mir. Ja. Ja, alles klar, dann warte ich hier. Danke, wirklich. Wie heißt ihr überhaupt? Das verrate ich euch ein andermal. Cool, Seta. Es lohnt sich immer wieder, ein bisschen rumzulatschen und zu gucken. Jetzt haben wir einen Architekten. Was auch immer uns der bringen wird, werden wir dann sehen. Oh, ich liebe so eine Spiele. Baldur's Gate zum Beispiel war damals ein mega Spiel, was ich übelst gefeiert habe. Da hatte man zum Schluss noch seine eigene Burg und musste dann Entscheidungen treffen, Gesetze steuern, die ausbauen und. Also das war, da krieg ich schon richtig Bock, ehrlich gesagt, zu zocken. Aber ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Das ist dann doch schon zu alt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich denn das noch bringen soll, das Video. Das ist ja mittlerweile schon wieder, hat sich schon wieder so entwickelt, dass es mehrere Videos am Tag bei mir gibt. Andererseits muss man auch bedenken, es sind nicht nur Rastvideos. Es ging mir damals darum, dass einfach zu viele Rastvideos waren, die halt viel mehr Arbeit benötigten, als mal eben das hier. Oder Mist. Oh, weg mit dir. Ausgerottet. So, was gibt's hier noch? Da ist noch Loot und da ist irgend so ein ekelhaftes Vieh. Ah, sie will zaubern. Nix da. Gehen wir es an. Der Pfeil ist echt gut, so kannst du halt nicht ihre Bruder ausbrüten lassen. So, jetzt gibt's nochmal Loot. Oh, wieder, was? Winterstangenwaffe. Beidhändig selten. Eis, zusätzliche Schadensart Eis. Gar nicht mal so schlecht. Oh, das macht mir Loot. Das Schloss dieser Truhe ist ungewöhnlich aufwendig konstruiert. Neue Meister, die können diese Truhe ohne passende Schlüssel öffnen. Na, sieh mal einer an. Verdammt. Das müssen wir uns merken. Wir brauchen einen Meisterdieb. Sicher doch. Ah, pass auf. Vielleicht hat es ja hier unser Kollege hier mit den zwei Waffen machen können. Uran hieß er, glaube ich, ne? Wir brauchen noch einen Meisterdieb. Klingt gut. Warte mal, und da sind wir. Stopp. Und da sind wir gekommen, brauchen wir nicht hin. Dann haben wir die Map erfolgreich aufgedeckt, haben alle Geheimnisse gelüftet. Können dann, warte mal, was ist denn für ein Geräusch hier? Ah, ich dachte, da ist noch was. Können dann zu den, ja, hier, wie heißen sie denn nochmal? Reinheit, genau, zur Reinheit marschieren. Das Gold. Interessant. Na, wie viel ist das? 44, naja. Ein dunkler, was? Ein Denkmal an gefallenen Helden gewidmet. Die Inschrift lautet: Jenen, die erleuchtet suchen, werden unermesslichen Reichtum zugeteilt. Oh, guck mal. Mal auf. Alter. Undurchdringlicher Protektor.
Immunität gegen alle negativen Statuseffekte und gegen Til gegen Tilgen. Was sind Tilgen? Oh, mir juckt der Rücken. Lass mal ganz kurz mich kratzen hier. Läutert alle 5 Sekunden alle Verbündeten rings um euch. Läutert. Der undurchdringliche Protektor wurde von Jahrhunderten in den... Alter, was kostet der? 37.000? Na, leck mich mal am Sack, Alter. Schmieden, Windfalls gefertigt. Die Rüstung verwendet Magie, um ihren Träger vor allen Flüchen und Beeinträchtigungen auf dem Schlachtfeld zu schützen. Die Zwerge Windwalds behaupten, der auf der Rüstung liegende Zauber schütze sich... Sie auch vor Verschleiß. Man erzählt sich, der undurchdringliche Protektor sei ursprünglich von zwergischer Generälen in Elfenkrieg geschmiedet worden. Ja, Alter, das ist ja mal. Das ist ja mal richtig nice, das Teil. Kann das denn unser. Nein, kann natürlich nicht. Was braucht man dafür? Kondition 5. Also könnte ich das tragen. Kondition 9. 10, 10, 10, 10, 10. 30, 30, 30. Wow. Kriegt der hier halt ein anderer, weiß ich. Keine Ahnung, was ist denn hier mit unserem Zwerg? Ah, ne, er kann ja nicht. Ah. Kondition 3 ist auch kacke. Kondition will nicht reichen. Ja, gut. Egal. Hat sich gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Ich sag's mal wieder. Es lohnt sich immer wieder, die Maps und alles, also die Map komplett zu erkunden, alles anzutatschen, was untouchbar ist. Und selbst wenn wir das nicht benutzen hätten wollen, hätten wir jetzt damit 37.000 Taler regeneriert. Und das ist schon eine Menge. So, wo ist hier das Lager? Oh, das kleinste Lager hilft wieder. So. Hereinspaziert. Interessant. Helft uns. Verzeiht, seid ihr einer der Priester? Ich, wartet. Taha? Bertrand! Verdammt nochmal, du bist es wirklich. Aber wie ist das möglich? Ich dachte, sie hätten dich aufgespießt. Wollten sie auch, aber wir sind entkommen. Offensichtlich. Meine Güte, da hat er ja wirklich geholfen. Ich habe mitbekommen, dass es Krawall in Grauschanze gab. Aber man hat uns natürlich nicht gesagt, was passiert ist. Dann warst du das. Wir, ja. Aber was ist mit dir? Du bist jetzt Teil der Reinheit? Ja, lange Geschichte. Die Kurzfassung ist, dass der Bote mir vor meiner geplanten Hinrichtung ein Angebot gemacht hat. Und ich habe es angenommen. Ich habe mich zu meinen Sünden bekannt. Ich habe Buße getan. Und ich wurde neu geboren. Aha. Also so, wie er gesagt hat, er wird gucken, was er tun kann für ihn. Welche Sünden? Deinen Versuch, die Dorfbewohner Lianons davor zu bewahren, von der Wolfsgarde abgeschlachtet zu werden? Nein. Du verstehst nicht. Dann erklär es mir. Was meinst du mit Sünden, Bertrand? Du bist ein guter Mann. Und eben da liegst du falsch. Ich bin kein guter Mensch, Taha. Zumindest war ich es nicht. Weißt du, mein ganzes Leben hatte ich das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Als wäre da tief in meiner Seele ein dunkles, schwarzes Loch, das ich einfach nicht schließen konnte, egal was ich versucht habe. Ich weiß, es klingt dramatisch, aber es ist die Wahrheit. Kennst du das denn nicht? Dieses Gefühl, dass du, ganz egal was du tust, verloren bist. Allein. Ja, ich kenne das Gefühl. Wundert mich nicht. Darum haben wir uns vermutlich auch immer so gut verstanden. Schau, Taha, ich habe dir nie etwas davon erzählt, aber es gab da diesen Moment nach dem Krieg, nach all der Scheiße, die wir tun mussten, in dem ich kurz davor stand, einfach aufzugeben. Aber ich konnte es nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht ist es die Furcht, die mich davon abgehalten hat. Vielleicht auch die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass es vielleicht noch eine Antwort gibt und dass ich sie finden würde, wenn ich nur weiter nach ihr suche. Und das habe ich. Aonir. Ja, die Reinheit. Sie hat mir die Antwort gezeigt.
Ich weiß nicht, wie ich es sonst formulieren soll. Aber die Wahrheit ist, dass ich nie glücklicher war, als ich es jetzt bin. Und wenn Arwen ihr zurückkehrt, werden all die Ungläubigen dasselbe erfahren. Sie werden das Licht sehen, wenn er diese verdorbene Welt in eine bessere verwandelt. Tolle Rede. Bist du von selbst darauf gekommen oder bringen sie euch das bei der Reinheit bei? Immer so zynisch. Klingt ganz nach der Tahar, die ich kenne. Aber ich verstehe, warum du so reagierst. Alles, was mir übrig bleibt, ist zu hoffen, dass du eines Tages zum selben Schluss gelangst wie ich. Dann bist du jetzt ein Priester der Reinheit. Ein Diener des Lichts, ja. Aber wie auch immer. Ich bezweifle, dass du hier bist, um meine Predigt zu hören, oder? Was bringt dich hierher? Das ist eine lange Geschichte. Ich helfe einigen Dorfbewohnern aus Iskander dabei, nach Immerlicht zu gelangen. Und für einen von ihnen brauche ich eine Arznei. Feuernessel. Feuernessel? Du hast Glück. Wir haben welche dabei. Ich schätze mal, der Mann hat Magenkrämpfe, oder? Die Geißel des Wanderers. Hier, nimm. In dem Bündel sind auch noch ein paar andere Kräuter, die ihr brauchen könntet. Schau einfach selbst. Was? Umsonst? Ja. Die Reinheit hat geschworen, den Menschen von Eo zu helfen. Und genau das tun wir hier gerade. Also, brauchst du sonst noch etwas? Ich muss mich langsam wieder um die Verwundeten kümmern. Mensch, der... Schade, ich hätte ihn gern mitgenommen, ey. Warum ist die Reinheit hier? Sind die Flüchtlinge in Sicherheit? Du weißt, dass sie jetzt ein Schänder, dass ich jetzt ein Schänder bin? Oh, was war das hier? Eine Frage noch. Warum seid ihr hier? Die Reinheit des Lichts. Wie schon gesagt, Tahar, weil wir den Menschen Nortandas helfen wollen. Es ist das Gebot des Allvaters. Den Menschen Nortandas, bis auf die Schänder, richtig? Das ist... kompliziert. Natürlich. Gibt es einen Grund, warum die Flüchtlinge ausgerechnet hier ihr Lager aufgeschlagen haben? Dieser Landstrich ist ein Schlachtfeld. Stimmt. Aber weder die Loyalisten noch die königliche Armee sind ihnen feindlich gesinnt. Das Problem ist momentan eher, dass weder Immerlicht noch die Utraner es ihnen erlauben, ihre Grenzen zu passieren. Es ist verrückt, wirklich. Ich kann nur zu Aonir beten, dass einer von ihnen über kurz oder lang zur Besinnung kommt. Dir ist schon klar, dass ich jetzt ein abtrünniger Magier bin, oder? Ein Schänder. Ja, das stimmt. Aber du bist anders. Und das weiß der Bote auch. Was soll das heißen? Das wirst du bald herausfinden. Vertrau mir einfach, Tahar. Ich gehe jetzt. Und du auf dich. Aonirs Licht, Tahar. Tahar. Okay. Ich gehe jetzt. Und du auf dich. Na dann. Tahar. Immerhin, er lebt. Das ist auch schön. Ich habe mich schon einige Folgen gefragt, was mit dem geworden ist. Das ist echt überraschend. Also, wow, da haben die sich wirklich richtig weit einverlassen bei der ganzen Geschichte hier. Bin immer begeisterter von dem Spiel. Mich ärgert ein bisschen. Ich hatte da damals auf dem Schirm gehabt, das Game, aber irgendwie die Rezensionen waren scheiße. Das Spiel war sau teuer zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das kam 50 Euro. Und naja, egal. Jetzt habe ich es mir erholt. Oh. Falscher Ort, falsche Zeit am Arsch, Alter. Du kriegst auf den Deckel, mein Freund. Ihr macht bei denen da platt. So, Spike da hinten. So. Gold haben sie geworfen. Gibt es hier noch was zu holen? Nee. Hier rum vielleicht? Da war ich schon mal, glaube ich, ne? Nee, da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Sicher, da. Ja, gut. So, dann wollen wir mal runter. Zum Glück haben sie es so gemacht, dass man jedes Mal dieses mit Basenbauer das hat. Das ist dann irgendwann doch langweilig. So wie jetzt. Perfekt, absolut perfekt.
So. Ah, gute Neuigkeiten. Ich habe die Arznei und noch ein paar andere Kräuter. Wirklich? Zeigt mal her. Minze, Scherkappe, Knurrwurzel. Beeindruckend. Wer immer euch das gegeben hat, muss sehr großzügig gewesen sein. Ein alter Freund. So. Ihr scheint ja überall Freunde zu haben. Wisst ihr, irgendwie erinnert ihr mich an jemanden. Egal, wohin er ging. Mit ihm landete man am Ende immer im Auge des Sturms. Ihr habt das auch an euch. Diese Art, dieser Blick. Aber verzeiht, das tut eigentlich nichts zur Sache. Wer war dieser Mann? Na, fragt nicht. Das ist lange her. Damals, als ich noch an die Krone und all das Gerede vom Kämpfen für das höhere Wohl geglaubt hatte. Wie auch immer. Am besten, ich bereite mal die Medizin vor. Ralf ist seit Stunden nur noch am Jammern. Ralf ist seit... Moment. Was ist das? Hm? In dem Bündel, das ihr mir eben gegeben habt, da ist ein Stück Papier drinnen. Wartet, lasst mich mal sehen. Sagt, ist der Name eures alten Freundes vielleicht Bertrand? Und arbeitet er für die Reinheit des Lichts? Ja. Nun, scheint, als wäre dieser Zettel hier von ihm. Eine versteckte Nachricht. Er scheint etwas Wichtiges mit euch besprechen zu wollen. Alleine. Interessant. Was haltet ihr davon? Schwer zu sagen. Aber ich denke, ihr solltet zu dem Treffen gehen. Es könnte eine Falle sein. Könnte es, ja. Aber indirekt arbeitet ihr doch auch für die Reinheit des Lichts, oder? Ja. Na, dann haben wir nichts zu verlieren und viel zu gewinnen. Wenn wir es unbeschadet durch diesen Landstrich schaffen wollen, können wir jede Hilfe brauchen, die wir bekommen. Am besten, ihr brecht sofort auf. Die Alte macht hier einen ganz schönen Aufstand, ey. Verstehe. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. Gut. Okay, dann mache ich jetzt hier Schluss mit der Folge. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, passt. Passt wieder. Fast eine halbe Stunde. In der nächsten Folge werden wir dann mal zu Bertrand gehen. Gucken, was er hier zu sagen hat. Der Flüchtlinge treffe ich mit Bertrand Kapell. Und ja, eine Falle glaube ich nicht. Dafür ist... Nee. Wir sind Freunde, das ist keine Falle. So, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.